What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen bei einer weiteren Folge Dead by Daylight. Und freut mich natürlich wieder, dass du mit dabei bist. Wir spielen wieder unsere liebe Feng Min hier auf dem Macmillan-Anwesen. Die Party geht los, ich hoffe, euch geht's gut. Und einfach mal einen General... Oh, es ist ein Freddy. Es ist ein Freddy. Den hat man ja mittlerweile ziemlich selten als Killer. Mal gucken, ob der denn auch irgendwas kann. Ich habe übrigens mitgenommen hier ein Medkit. Oh, er ist schon bei uns. Ein Medkit mit Insta-Heal, Freunde. Denn das sind die letzten Dinge, die ich mit der Feng Min noch an Gegenstände hier habe. Mal gucken, verfolgt er. Ja, er hat uns immer noch. Er weiß immer noch. Oh, das war Fail. Moment mal. Okay, den Hit, den stecke ich mal ein. Ist ja egal. Ist uns doch egal, der eine Hit. Jetzt mal hier raus. Und vielleicht jetzt schon den Insta-Heal droppen. Ja, ich denke schon. Oh, der weckt uns ja sogar auf. Das wusste ich gar nicht. Aber natürlich folgt er uns schon wieder. Dienst, dann hast du bekommen. Du darfst die Palette ohne weiteres zerstören. Und wieder weg hier. Entschuldigung, ich lock mal den Killer hierher. Oh, er bleibt sogar unten. Weckt mich jemand auf? Leute. Danke. Dankeschön. Wow, dann sind wir doch entkommen. Mal gucken, meine Kiste. Warum geht der Pill so langsam? What the hell? Habt ihr das gesehen? Du stehst in meinem Kreuz, Freundchen. Du stehst in meinem Kreuz. Was willst du hier? Alter. Okay, eine Werkzeugkiste. Eine Werkzeugkiste, die werden wir natürlich auch ausgeben, wenn ich hier wieder an irgendeinen Generator komme, ohne ständig vom Freddy verfolgt zu werden. Wo ist denn? Da ist ein Generator. Okay, ab zu dem Gen. Ah, da sitzt auch schon jemand. Super. Dann gleich die Werkzeugkiste hier ausgeben. Ich will natürlich keine Gegenstände mehr mit ihr mitnehmen. Klaro. Für was denn auch? Ja, und dann ist sie sozusagen gleich mal leer. Ich habe noch ein paar Taschenlampen. Die habe ich schon noch, aber... Ja, mal sehen, ob ich die wirklich... Also es sind nur gelbe Taschenlampen. Und das Problem ist immer, wenn ich mit Taschenlampen in eine Lobby joine, dass die meisten Killer halt dann leaven. Jetzt müsste ich halt immer so in den letzten paar Sekunden das reingeben. Dann kann man sich aber auch sicher sein, dass man nur noch gefokust wird vom Killer, wenn man es auf die Art und Weise macht. Naja, ich weiß nicht, was die Killer hier immer so... Oh je, okay, dann gehen wir gleich wieder. Lass mich doch. Mal gucken, können wir ablenken? Nein, er folgt uns nicht. Warum folgt er uns denn nicht, du blöder Camper? Und dann ab an den Generator und versuchen, dass wir wieder aus der Traumwelt rausfinden. Okay, in der Zeit wurde jemand... Also wurde er abgehängt von jemand anderem. Jo, passt. Wir sind raus. Jetzt mal gucken. Er verfolgt ihn aber. Oh, Borrowed Time gedroppt. Gut, dann setzen wir uns doch wieder her. Kein Problem für uns. Jo, das bedeutet, es werden nicht mehr ganz so viele Feng Min-Folgen kommen. Mal gucken. Und was ich auch vorhabe, vielleicht mal ein paar Folgen mit Dailies bringen, denn eigentlich mache ich die Dailies ja sowieso nie. Und das könnte ich eigentlich auch mal machen. Gibt ja doch Punkte, auch wenn ich nicht so der Punktegeier bin, aber ist sicher nicht so schlecht, wenn man es dann macht. Mal sehen, was noch alles auf uns zukommt. Und vielleicht mal mit Perk Randomizer, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht, dass ich da auch Folgen bringen könnte, wo wir den Perk Randomizer benutzen, der uns eben dann die Perks vorgibt. Und wir auf diese Art und Weise zocken. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber mal sehen, was uns die Zeit noch so bringt. Jo, Killer spiele ich nach wie vor halt doch nicht so viel, wie ich eigentlich wollte. Weil ich einfach der geborene Survivor bin, Freunde. Es macht mir mehr Spaß.
Auch wenn Killer auch teilweise lustig ist. Ja, ja, Freddy, ich weiß schon, dass du wieder hier bist. Lass uns doch in Ruhe. Okay. Wollte uns nicht, hat gleich aufgegeben, hier mich zu verfolgen. Na gut, dann gehe ich wieder an den Generator. Ist ja egal, wir müssen ja auch fertig werden. Wir müssen ja auch fertig werden. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, ich mache den Generator jetzt einfach so weiter. Denn ganz so weit ist es nicht mehr. Und wenn ich jetzt den wieder krachen lasse, dann werden wir genauso zurückgesetzt. Probieren wir es. Außer Freddy kommt gleich wieder her. Bleib weg von uns. Bitte nicht. Nein, Claro. Claro, auch sie lockt ihn sogar. Okay, sie liegt jetzt. Dann versuchen wir ihn zu heilen. Okay, magst du mich vielleicht noch? Okay. Der denkt mit und weckt mich auf. Dankeschön. Oh, da ist der erste auch schon down. Die Little Dogge. Little Dodge. Okay. Ich will immer noch zu dem Generator. Oh, dürfte bei mir hier irgendwo vorbeigehen. Ach, lenk ihn doch ein bisschen von mir weg. Und nicht immer zu mir her. So, jetzt ziehen wir den aber durch. Selbst wenn er jetzt noch kommen würde und uns in die Traumwelt zieht, mache ich einfach durch. Passt, nice. Ein Generator noch, Freunde. Ein einziger Generator, der uns noch fehlt. Was stehst du hier herum? Mach lieber was, anstatt hier beim Schrank zu stehen und nichts zu tun. Das brauchst du nämlich nicht. Bäm. Oh, da liegt wieder jemand. Aber wir haben nicht mehr weit. Jetzt weiß ich nicht, ob die Spielerin 2 auch schon down ist. Hängt die schon? Das dritte. Nein, die hängt das erste Mal. Sehr nice. Dann machen wir auf jeden Fall erstmal den Generator fertig, würde ich sagen. Und was? Oh, okay. Okay, okay, okay. Dann ab zum Ausgang. So, du hängst da hinten noch gut. Ich mach mal auf. Und wenn das Tor geöffnet ist, versuchen wir sie noch zu retten. Sollte unser Kollege nicht schon dorthin gelaufen sein. Wir haben Board Time immer noch aktiv. Das heißt, die Möglichkeit besteht, sie auch wirklich vom Haken retten zu können. Und Tor geöffnet. Ab, ab, ab. Wir laufen hin. Er campt ja sicher irgendwo hier wieder. Sowieso, irgendwo hier ist er. Okay, abhängen. Und dann mal gucken. So, wie gesagt, Borrow Time aktiv. Jo. Okay, wir sollten es schaffen. Wir sollten es schaffen. Sehr nice. Sehr nice. Ausgekommen. Perfekt. Und ich hoffe, der Letzte schafft es auch noch raus hier. Aber dürfte normal auch kein Problem sein. Ja, Rang 9 momentan. Punktemäßig gucken wir. Wir gucken mal. Wenn es dir gefallen hat, du weißt ja, lass einen Daumen nach oben da und ich hoffe, beim nächsten Mal bist du wieder dabei. In diesem Sinne einen wunderschönen Tag und eine traumhafte Nacht.